In ein paar Tagen kommt Guilty Gear Strive für PS4, PS5 und für Steam auf den Markt. Und ich finde, jeder, aber auch wirklich jeder von euch sollte Guilty Gear Strive spielen. Warum? Das sage ich euch gleich. Zuerst mal, was ist überhaupt Guilty Gear und Guilty Gear Strive? Guilty Gear Strive ist bereits der 7. Main Entry in der Guilty Gear-Reihe und insgesamt der 21. Release, zumindest wenn man alle Updates der Hauptspiele und alle Spin-Offs mitrechnet. Guilty Gear hat also bereits ein bisschen was an Historie vorzuweisen. Los ging das Ganze bereits 1998 auf der ersten PlayStation als konsolenexklusives Fighting Game und fand mit Guilty Gear X im Jahr 2000 aber auch den Weg in die Spielhallen Japans zumindest mal. Mit der Historie will ich euch aber gar nicht großartig weiter aufhalten. Wenn ihr bei YouTube nach Guilty Gear Lore sucht, findet ihr mehr als genügend großartige Videos zu genau diesem Thema. Für mich hat sich die Guilty Gear-Reihe immer durch vier Dinge besonders hervorgehoben. Extrem extravagantes Figurendesign, hervorragende visuelle Präsentation, verdammt geiler rockiger Soundtrack und einen recht hohen Schwierigkeitsgrad und eine recht hohe Einstiegshürde durch die vielen besonderen Mechaniken. Drei von vier treffen auch auf Guilty Gear Strive zu, allerdings ist der vierte Punkt das, an dem Strive etwas anders macht in meinen Augen. Ich habe mich immer etwas schwer getan, in die Guilty Gear Spiele hineinzukommen, da sie für mich als alten Street Fighter Veteranen eher hektisch, extrem kombolastig und eher dashig und vielleicht sogar ein bisschen verwirrend gewirkt haben. Aber in Guilty Gear Strive habe ich dieses Gefühl bei weitem nicht so ausgeprägt. Immer noch ein bisschen, aber wesentlich weniger. Schon im Vorgänger hat Arc System Works der Reihe hervorragende Tutorial- und Missionsmodi spendiert, um neuen Spielern, wie mir, den Einstieg in die Mechaniken und das allgemeine Spielgefühl zu erleichtern. Dadurch habe ich mich tatsächlich gerade mit Guilty Gear Xrgraph 2 für eine lange Zeit beschäftigt und großen Gefallen daran gefunden. Als dann im März die erste Open Beta für die PlayStation-Konsolen stattfand für Guilty Gear Strive, war ich sofort von fast allem, was Strive mir dort präsentiert hat, begeistert. Warum nur fast? Dazu kommen wir gleich. Erstmal das Positive. Der Artstyle und die gesamte Präsentation sind einfach nur fantastisch. Mir fehlen ernsthaft die Worte, um euch klarzumachen, wie unfassbar stylisch das Ganze aussieht, aber das muss ich euch auch gar nicht klar machen, ihr könnt es ja gerade selber sehen. Das Roster umfasst zum Start des Spiels insgesamt 15 spielbare Figuren, die sich alle grundlegend voneinander unterscheiden. Nicht nur was das Design angeht, sondern auch spielerisch gibt es keine zwei Figuren, die sich ähneln und das ist etwas, was ich in Reihen wie Street Fighter oder Mortal Kombat ein wenig vermisse. In Guilty Gear gibt es kein Ryu, Ken, Akuma, Dan, Sakura Cluster von Figuren, die alle die gleichen Special Moves und einen ähnlichen Kampfstil haben. In Guilty Gear gibt es dafür einen irren Serienkiller mit einem riesigen Skalpell und einer Papiertüte auf dem Kopf, der random irgendein Gimmick aus dem Nichts hervorzaubert, wie Bomben, Afro-Perücken oder explodierende Spielsachen. Es gibt einen blonden Ninja, der Präsident eines imaginären Landes ist. Eine Rock'n'Roll-Hexe, die mit einer Gitarre angreift. Ein kleines Mädchen, die mit Delfinen, Walen und einem gigantischen Anker zuschlägt. Einen Cyberpunk-Ninja, Samurai, Vampir und noch vieles mehr, was man in keinem anderen Fighting-Game findet. Mein Herz gehört Big Boy Potemkin, dem wandelnden Panzer und seinem Heavenly Potemkin Buster! Es ist einfach zu befriedigend, diesen Move ins Ziel zu bringen und die Runde damit einfach zu beenden. Denn wenn der Heavenly Potemkin Buster sitzt, dann war's das, Freunde.
Kurz gesagt, hier ist einfach für jeden der passende Fighter dabei, der entweder durch sein Design, seinen Kampfstil oder einfach seine Attitude hervorsticht und genau euch ansprechen dürfte. Das Herzstück jedes Fighting Games ist heutzutage natürlich der Online-Part. Denn so richtig geil wird's ja erst, wenn man menschliche Kontrahenten hat. Und hier punktet Guilty Gear Strive mit dem sagenhaften, sagenumwobenen, mystischen Rollback Netcode. Was das bedeutet, auch hierzu findet ihr bei YouTube massenhaft Videos, die im Detail erklären, wie das Ganze funktioniert. Alles, was ihr aber wissen müsst, ist Folgendes. Während der beiden Beta-Wochenenden habe ich über 150 Matches online gespielt und zu 99% haben die sich alle angefühlt, als würde mein Gegner einfach neben mir auf der Couch sitzen und mit mir an der gleichen Konsole spielen. Lagfrei, butterweich. Und das ist schließlich alles, was zählt, nicht wahr? An dieser Front gewinnt Guilty Gear Strive also auf voller Linie. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat, das Online-Lobby-System. Wer schon mal ein Spiel von Arc System Works gespielt hat, der kennt das Ganze. Zum Beispiel in Dragon Ball FighterZ war es auch schon so. Es gibt ein Lobby-System, in dem man mit einem Avatar in einer Art Zwischenwelt umherläuft und sich dort einen Gegner suchen muss. Und dann kann man auch nicht einfach den Gegner anquatschen, sondern man muss sich dann in dieser Zwischenwelt quasi an eine Spielstation stellen. Also beide Figuren, die gegeneinander spielen wollen, müssen sich quasi dort treffen an einer Maschine. Und von dort kann das Match gestartet werden. Optisch ist das Ganze in recht netter Pixeloptik hier dargestellt und auch recht schön designt, aber das Ganze ist für mich eher lästig und unnötig kompliziert, denn die Lobbys funktionieren auch nicht so zuverlässig, wie man sich das wünschen würde. Jetzt kann ich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht viel dazu sagen, was sich da im fertigen Spiel noch dran verbessert hat, ob das dann alles besser funktioniert, da würde bestimmt nochmal dran geschraubt, denn das Spiel erscheint zum Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier gerade aufnehme, erst in ein paar Tagen, aber ich persönlich hätte lieber klassische Lobbys, wie man sie aus Mortal Kombat 11 oder aus Street Fighter 5 kennt. Es gibt allerdings auch eine Quick-Match-Option, die einem die Lobbys erspart. Hier hat man allerdings keinen Einfluss auf seine Gegnerwahl. Gewöhnungsbedürftig, aber natürlich alles kein Dealbreaker, diese Online-Lobby-Geschichte. Auch zur Story kann ich momentan noch nicht so viel sagen. Der Story-Trailer wurde, stand jetzt quasi gestern Abend veröffentlicht. Und ach Leute, was soll ich sagen, die Story von Guilty Gear, die ist extrem umfangreich und komplett crazy und ich bin nicht in der Lage, die euch jetzt hier in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Auch hier, guckt bei YouTube einfach nach Guilty Gear Story und ihr werdet fündig. Da gibt's haufenweise Videos, die da eine Zusammenfassung bieten, die euch das Ganze erklären. Warum will ich also, dass genau du dir Guilty Gear Strive anschaust? Ich finde, es ist ein absolut hervorragendes Fighting-Game und Teil einer Reihe, die dem Mainstream-Fighting-Game-Publikum bisher so ein bisschen fremd geblieben ist. Und ich finde, das sollte sich ändern. Guilty Gear Strive macht einfach einen Mordspaß. Selbst zum Zuschauen ist es eine absolute Pracht und der geile Soundtrack geht sofort ins Ohr. Gebt dem Ganzen eine Chance. Erhältlich ist Guilty Gear Strive nach dem Release am 11.06. für PlayStation 4, PlayStation 5 und auf PC über Steam. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und kassiert einfach mal einen Heavenly Potemkin Buster! Meinen Gamertag findet ihr in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss zitiere ich einen meiner Lieblings-Fighting-Game-YouTuber, den guten Rufflemonger, und sage, also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt geht und spielt ein bisschen Guilty Gear.